Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge Witcher 3. Ja, den Allgott, den haben wir hier letztes Mal kennengelernt. Wir haben ihm nichts getan, denn ich denke, dass die Leute sehr zufrieden damit sind, wenn sie irgendwas haben, woran sie glauben können. Also haben wir gesagt, so du guter Allgott, der du auch sein magst, also das Wesen, was da auch immer haust seit 100 Jahren, gib dich mit dem zufrieden, was du kriegst, ansonsten kriegst du auf der Omme. Und er hat gesagt, ja, okay, mache ich. Und insofern sind alle glücklich, die Leute haben noch was, woran sie glauben können, wem sie opfern können, und er passt ein bisschen auf sie auf, gibt ihnen Rat und all solche Dinge. Das ist doch gut. Win-win, würde ich sagen. Let's go. Nur dieses, wenn er zu gierig ist, das darf dann halt auch nicht sein. So, jetzt geht's zum Auftrag mit der lustigen Witwe. Wir waren da an dem Ort letztes Mal, als wir die Quest bekommen haben, halt schon. Natürlich waren wir da schon. Und wahrscheinlich hätten wir sie komplett machen können, wenn ich das richtig sehe. Warte mal. Das ist okay, ich dachte gerade, was ist das? Das sind nur Wölfe. Oh, aber ein großes Wolfsrudel. Wolfsrudel. Ja, dann lassen wir das. Warum wirkt eigentlich der Katzentrank immer noch? Der muss doch langsam mal aus sein. Hier ist noch ein Ort der Macht. Nee, ein Monsternest. Und hier sind... Was sind hier? Verlassene Städte? Kleine Gude. So, auch bei den Ghoulen geht die Mütze ganz gut ab. Oh, endlich ist das vorbei. Das war's schon, wa? Machen wir das doch mal direkt. So, ein letzter von den Viechern. Ach komm, mach ihn tot. So. Zacki. Dann können die Leute hier auch wieder her zurückkehren. Und sich eine Naht zurecht sägen hier. Oder was auch immer sie tun. So. Was mich jetzt allerdings wundert, ist, dass die Monster verschwunden sind, die ich gerade getötet habe. Komisch. Hütte des Bootsbauers. Ein Kaufmann. Zeig mir deine Waren. Zeigt her eure Waren. Aha. Chance auf Betäuben. Igniglyphe. Nee. Will ich alles nicht. Allerdings, das Zeug kann ich dir mal verkaufen. Was haben wir hier denn? Oh. Vergessenes Schwert des Wrans. Eine Stahlwaffe, das finde ich gut. Die ist besser als meine jetzige. Und ich kann sie sogar schon nutzen. Finde ich gut. Dann werde ich mir die gleich mal ausrüsten. Farewell. Muss man echt immer mal gucken, ne? Was man da nicht alles aufgenommen hat. So, und haben wir hier irgendwie einen Schmied oder so? Das ist ein Bauer. Das ist ein Bauer. Schade. Zu schade. Ich dachte, vielleicht haben wir hier auch noch einen Schmied oder sowas. Das wäre natürlich Deluxe gewesen. Dann hätten wir jetzt direkt noch das Schwert verbessern können. Ist aber überhaupt nicht schlimm.
dann geht's jetzt hier hin. Das könnten wir natürlich auch noch machen, ne? Das, pass auf, das will ich jetzt mal machen. Das finde ich irgendwie, wirkt gut. Das finde ich gut. Ist auch gar nicht weit weg. Die Frage ist, wie komme ich da hin? Da war ein Pfad, ne? Da war ein Weg rüber. Und hier ist noch eine Quest zu holen. Auch schön. Banditen. Oh, look, we got ourselves a customer. Not about to buy anything from you. Afraid you're mistaken. If we're to let you pass, you gotta pay. And if I don't? Then you die. See this medallion? Gaffer! Gaffer! Shut it, Solbeck. Now I see it. We didn't mean no... Recognize the guild? Aye, master. Forgive us for not remarking on it earlier. Please. Gaffer! Gaffer! Now listen. Might pass through again someday. Don't know when. But when I do, I don't want to run into you. That clear? As a summer's day, my lord. Godspeed you on your path. Oh, das ging ja ganz gut. Gaffer, Gaffer! Gaffer, Gaffer! Gaffer. Was ist denn das für ein Viech? Ihr wollt wahrscheinlich immer sagen, ey, pass auf, das ist ein Hexer, das ist ein Hexer. So, ich bin gespannt, was wir hier vorfinden. Wir haben hier, was finden wir? Erst einmal nichts außer Luft und Rehe. Personen in Not. Kann ich noch meditieren, noch Stunde? Ja, geht. Perfekt. Dann machen wir das doch mal. So. Ah, schon recht mit euch hier. Ist noch so ein Bogenschütze hier. So, du willst auch nicht aufgeben, ne? Vorbei. So ergeht es allen, die sich mit mir anlegen. Ihr verdammten Säcke. Banditenschlüssel. Das sind garantiert wieder Menschenhändler oder sowas. 100 pro. Ist wieder eine Nachricht. Die lesen wir gleich mal. Sonst noch hier? Noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. So, das müssen wir alles leer plündern immer. Das ist ganz wichtig. Da muss ich sagen, fand ich so Spiele wie Risen 3 ganz geil. Wenn du den, ich weiß gar nicht, wie er hieß. Hieß der Dobby? Nee, Dobby war bei, Dobby hieß der andere. Auf jeden Fall dieses kleine Wesen, was du dabei hattest. Der Kobold, der einfach die ganze Beute immer für dich aufgesammelt hat. Das war total praktisch. Wenn du den mitgenommen hast, dann hast du immer irgendwie einen treuen Gefährten gehabt, der die ganze Beute für dich gesammelt hat. Fand ich super. Brauchte man sich da nicht drum kümmern. Oder nur bedingt. So hieß der Käfig. Jetzt lassen wir ihn auch endlich frei. Ja, ist alles gut.
Der kann jetzt natürlich nicht raus, weil die... Ach doch, geht. Das ist ein cooler Typ. Der kann das. Achso, jetzt kann ich gerade... Der hat natürlich gerade nichts bei sich, deswegen kann ich jetzt nicht mit ihm handeln. Logisch. Ach ja, so. Wir haben vorhin noch eine Notiz aufgenommen, ne? Welche auch immer das sein mag. Da. Ist das hier mit bei? Auf jeden Fall sind hier ein ganzer Sack voll Schlüssel, Banditenschlüssel. Und verschickter Brief. So, das haben wir schon gelesen. Das haben wir auch schon gelesen. Aha, Notizen des Barons. Bootsbauer aus Erzdorf ging aufs Ganze und hatte fürchterliches Pech. Männer zum Eintreiben schicken. Hat er das Geld nicht, müssen seine Karten herhalten. Nie wieder mit dem irren alten Sack aus Benkelheim spielen. Vielleicht kann er wirklich hell sehen. Meine Finte hat er jedenfalls durchschaut. Tagebuch des Hexers kennen wir schon. Kennen wir auch. Geheimnisvolle Notizen. Kennen wir auch. Den Geleitbrief, das kennen wir alle schon. Das kennen wir alle schon. So, dann wird nochmal bis morgens gepennt. Ja, hier war eine Person in Not. Jetzt haben wir einen ganzen Sack voll Schlüssel aufgenommen und ich dachte auch eine Notiz vorhin, aber irgendwie ist dem nicht so. Komisch. Na gut. Habe ich mich wohl geirrt. Dann geht's jetzt weiter. Und zwar... Hier sieht noch aus, als wenn da was wäre. Da können wir direkt mal hinrennen. Ist ja nicht weit weg. Und die Quest mit der lustigen Witwe machen wir heute auch noch. In jedem Fall, da werden wir jetzt gleich noch hinreisen. Aber wenn wir hier schon mal sind auf der Insel, das möchte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Na schade, hier ist sonst gar nichts mehr, ne? Ich dachte, hier ist vielleicht noch irgendwie mehr auf der Insel, aber... Irgendwie... nicht so richtig. Aber ein schönes Waldstück haben sie hier. Ist schick. Hätte ich auch gerne. Muss ich ja mal sagen. Ja, gefällt mir gut sowas. Das ist mein altes Fell. Ist auch noch eine Truhe. Oder Quatsch, Proviant, den wir noch aufnehmen können. Da kommen wir mit. Ach, siehst du mal, guck mal. Ich dachte, ich hätte schon alles gesehen hier, aber irgendwie doch nicht, ne? Gefahren. Ich dachte, ich hätte hier echt alles angeguckt gerade. So, aber jetzt. Gut, dass wir nochmal zurückgekehrt sind. Dann kannst du jetzt hier hingehen und dann... Genau, und dann geht's rüber hier hin. Plötsche. Weiter geht's. Ich bin ja gespannt, ob die Typen immer noch da sind. Oder ob die sich jetzt wirklich verzogen haben. Können wir vorstellen, dass sie dumm genug sind und da stehen bleiben. Run, Roach. Aber ich weiß es nicht. Also, vielleicht hauen sie auch ab. Wir sind weg. Na, siehst du mal.
Dann hat das Einschüchtern ja doch ein bisschen was gebracht. Ist ja gar nicht verkehrt. Dann können die woanders ihre Nummer abziehen, aber nicht hier. Bewachter Schatz, Wyvern. Oder was bist du? Nee, irgendwie ein komischer Blablaschwanz. Nabelschwanz. Lass den bloß nicht zum Zug kommen, oder was nicht. Weg, weg, du Licht. Ach Mist, ich hab das Falsche genommen. So ein Mist. Gabelschwanz. Einen Schwabelgans haben wir aufgenommen. So, jetzt muss ich erstmal meditieren, bevor es. Das geht ja so nicht. Ich habe jetzt hier irgendwie schon wieder Katze ausgerüstet. Das sehe ich halt nix. Was liegt denn hier Schönes? Friedensstifter, Relikt. Was ist denn das für ein schönes Schwert? Der Friedensstifter. Oh, auch nicht so schlecht. Auch gar nicht übel auf jeden Fall. Wir haben allerdings schon bessere. Insofern werden wir das gleich mal verkaufen. Was ist das hier? Glanz, okay. Glanz, Glanz, Glanz. Ja, dann können wir auch langsam das hier verkaufen. Ja. Sehr gut. Wir schleppen schon wieder nämlich viel zu viele Schwerter mit uns rum. Wollen wir rüberschwimmen? Oder reiten. Ich glaube, wir können das eben schwimmen, oder? Ist ja gleich um die Ecke. Naja, da schwimme ich eben rüber, bevor ich da jetzt rüberreite oder rumreite. Das ist ja schnell gemacht. Manchmal entdeckt man im Wasser ja auch ganz coole Sachen. Nicht immer, aber manchmal. Das ist sowieso so geil in diesem Spiel, dass man ja eigentlich überall immer irgendwie was entdecken kann. Ne? Also auch total nützliche Sachen halt. Nicht nur irgendwelche Crap oder so, sondern teilweise auch richtig nützliche Sachen. Finde ich schon cool. So, wir sind gleich da. Um unsere Gesundheit ist es auch ziemlich gut bestellt. Das heißt, da haben wir keine Probleme. Und eigentlich sollte es hier auch nichts mehr geben in der Hütte. Nimm den Schädel an dich. Ja, das sollte gehen, denke ich. Looks like ja, rain. Was? That ought to really piss it off. Now to lay low in the cemetery, it's likely to crawl out. Ein Gruftweib. So, platziere den Schädel auf dem Friedhof und warte auf das Gruftweib. Ich weiß gar nicht, ob wir schon wissen, was wir gegen Gruftweiber machen können. Was ist denn das? Ist das ein Geist oder ein Nekrophag? Gruftweib, ich hätte gesagt, es ist ein Geist. Das ist garantiert ein Geist. Das heißt, wenn es ein Geist ist, dann werden wir mal Geisteröl auftragen. Nichtsdestotrotz gucke ich mal im Bestiarium, ob wir schon was über Gruftweiber wissen. Nekrophagen. Nekrophagen-Gruftweiber, siehst du mal. Die sind das. Also wir brauchen dafür Nekrophagenöl, Erdenzeichen, Quenzzeichen hilft uns und schwarzes Bluteintrank, was auch immer das für ein Trank ist.
Den kennen wir, glaube ich, noch gar nicht. Alchemie, schwarzes Blut. Nee, leider nicht. Absolut Raffatz des Weißen, genau. Was macht denn das? Das würde mich jetzt nochmal interessieren. Das habe ich ja letztens mal irgendwann gefunden. Stellt einen Teil der Vitalität sofort wieder her, genau. Ah, das war so ein Heiltrank, genau. Deswegen war der so geil. Ja, ich erinnere mich. Der war echt cool. Verbessertes Verfluchtenöl. Das stellen wir doch mal her, wa? So, zack. Haben wir doch. 55 Angriffskraft gegen Verfluchte. Klingt gut. Insektoidenöl können wir auch mal herstellen. Verbessertes Insektoidenöl auch. Ogruinenöl. Natürlich. Machen wir alles. Wenn wir schon mal die Zutaten hier haben. Gabelschwanz, absolut. Was kann das denn? Das Kombinieren verschiedener Angriffe, starke und schnelle Schläge, Zeichen gewährt einen Bonus, der die Kraft des nächsten Angriffs oder die Intensität des nächsten Zeichens erhöht. Abgefahren. Wenn wir also Kombinationen schlagen, dann werden die nächsten Angriffe noch stärker. Das klingt sehr gut. Gorgo, Gorgo, Gorgo. Aha, alle alchemistischen Erzeugnisse können ein zusätzliches Mal verwendet werden. Das klingt auch nicht schlecht. Da. Greifenabsud klingt auch total gut. Erlittener Schaden erhöht für die restliche Kampfdauer die Schadenresistenz, bis eine Obergrenze erreicht ist. Abgefahren. Ja, nichtsdestotrotz, wir haben jetzt nichts weiter darüber. Wir haben diesen Trank noch nicht. Was aber nichts macht. Wir müssen jetzt natürlich das Nekrophagenöl auftragen. Nicht das Geisteröl, wie ich erst dachte. Alter Mann, wer bist du denn? Genau, dumm. Daran erinnert mich das immer, wenn ich hier so rumsummen. So, ist es noch weit? Ich hoffe nicht. Ach Mist. Muss ich da irgendwie hoch? So ein Kack. Geht doch manchmal. Manchmal kann er auch klettern wie Ezio Auditore. Also fast. Machen? Nö, das machen wir nicht. Das sollen wir hier wahrscheinlich reinbringen. Ich frage mich, wie die Kerzen noch weiter brennen können, wenn hier so ein Sturm ist. Zack. Die machen immer so coole Geräusche, die Viecher. Da hinten ist es. There she is, right on cue. Eine Trauerschnepfe. Alter, lass du das mal rein? So können wir mal was anderes trinken nochmal. Ich würde ja gerne lieber den Donnertrank trinken. Alter.
es wirkt immer noch nach, ne? Das finde ich sehr gut. Weg mit dir. Die lustige Witwe. Die hat uns fast zerlegt, die lustige Witwe. Adandite, irgendein Schwert wieder gefunden. Cool. Ja, die war jetzt ja nicht so schwierig, also das ging doch. Hol dir beim Totengräber die Belohnung ab. Aber erst nachdem wir bis morgen gepennt haben. So weit weg ist es auch nicht. Stimmt, der war hier vorne gleich. Glaube ich, oder? Ach, der war hier. Nee. Der war doch. Ach nee, beim letzten Mal war der irgendwo in so einem. In so einem anderen Ort, ne? Einem anderen Ort. Der war doch im Sumpf, meine ich, wo uns die Quest gegeben hat. Was? Hear about the job. Will ye hunt the monster? Though I cannot see what nature of beast it is. Something prowls the graveyard nights. Young uns from the village are gone missing. But what's done it? Nary a clue. It was a grave hag. Made its lair nearby. Was? Mean to say it's dead already? Made quick work of that, you did. What about my reward? Oh, I've not forgotten, nay. Here you go. Thanks much for your help. Take care. Das war schön. So, Auftrag lustige Witwe auch abgeschlossen. Mensch, das geht hier ja am laufenden Band. Das ist doch der Hammer. Quest. Scheiterhof Novigrad machen wir noch nicht. Hexeraufträge haben wir auch noch mehr. Genau, die Rätsel, das Rätsel der Morde vom Kleinweg. Das hatten wir vorhin versehentlich gefunden. Das sind, das sind die Ghule, die Stufe 22 oder so sind. Die sind echt schon ein bisschen zu hart für uns. Das Ding aus dem Sumpf könnten wir auch machen. Nee, das war... Ah, das dachte ich wäre das, wo ich meinte, der wäre im Sumpf. Der war das, okay. Greifenschulenausrüstung könnten wir auch suchen. Nebenquests, hier hätten wir noch fliegende Fäuste in Wählen. Das können wir auch machen. Wo ist denn das eigentlich? Eigentlich, wo ist das? Wo ist es? Auch das hier vorne gleich. Taverne am Scheideweg. Hier ist noch eine Quest. Hier ist ein Ort. Pass auf, dann machen wir das. Dann gehen wir da jetzt hin. Beziehungsweise hier ist noch ein schwarzes Brett. Das gucken wir uns erstmal an, ob da nicht noch eine Quest für uns ist. Nee, nichts Neues. Deswegen steige ich auch erstmal hier rüber, weil ich das so gut kann und irgendwie immer wieder machen muss. So, genau. Was hast du anzubieten? Got anything. Hat er da denn? Was ist das für ein Sattel? Sei 30%, das ist ja nix. Soll ich schon damit, ey? Hast nichts Vernünftiges? So, das kommt alles weg, der ganze Krempel. Eieieiei. Das ist mal ein geiles Schwert. Ich bin jetzt gerade ein bisschen baff. Das ist ja der Hammer, dieses Schwert. Das nehmen wir natürlich. Das nehmen wir natürlich und wir werden dann Glanz jetzt mal verkaufen. Das macht ja nur 165. Das macht... Boah, Alter, ist das krass. So, die Stahlwaffe hier, die kommt jetzt auch mal weg. Nee, hat nicht genügend Gold. Hexenjägerschwert kommt weg, das kommt weg. Und das. Ach, jetzt ist er schon wieder blank. Ja, ist blank. Das kommt noch weg. Alter Falter. Krasses Ding.
Farewell. Dann nehmen wir das natürlich hier. Das gute Ding. So, eigentlich wollte ich jetzt aber nochmal gucken, ob hier nicht ein Schmied ist. Der ist doch hier oben. Da gehen wir jetzt erstmal hin. Dann gehen wir da hin. So. Genau, weil der Schmied, der kann jetzt nochmal eben den Krempel reparieren. Sent my youngins to pick mushrooms yesterday. To the woods. Alone. You know how it is. So, das noch fertig gemacht. Trusty arms for. Kannst du etwas für mich anfertigen? Ja, vielleicht kann er das, aber. Like you to craft something for. Aber was auch immer, also. Was wollen wir denn von ihm haben? Eigentlich will ich doch gar nichts von ihm. Vipernstahlschwert, ne, das ist alles Unfug. Das ist alles nicht besser als das, was wir haben. Das ist krass. Aber Stufe 27 sind wir auch noch lange nicht. Stufe 16, meisterlich gefertigtes Silberschwert, klingt auch totaler Hammer. Ja, ist alles überhaupt kein Ding. Will ich jetzt erstmal nicht haben. Ich möchte, dass du meinen Krempel reparierst. Komplett am besten. So, und dann möchte ich dir die restlichen Sachen verkaufen. Wächterstiefel, ja, die ziehe ich gleich mal an. Die sind besser. Deitwin, das ist das andere Silberschwert. Das behalten wir auch. Das Ding kommt jetzt weg und das Wieländer Langschwert kommt auch weg. Was ist das für eine große 5% Angriffskraft? Ist natürlich auch nicht schlecht. Hat er noch mehr solche Sachen? Nur noch kleine Runensteine, die will ich da nicht reinbauen. Denn einmal platziert sind sie dort drin und für immer. So long. So, aber 5% Angriffskraft finde ich ganz geil, muss ich sagen. Das können wir da wirklich mal reinhauen. Das wäre dieses Ding, ne? So, das kommt jetzt hier mit rein. Ja, finde ich gut. So, dann hier nochmal benutzen. So, dann sind die aufgewertet. So, und dann können wir jetzt weiter. Wir wollten ja hier hin. Und dann hier hin und dann dahin. Ja, dann haben wir ja erstmal genügend Ziele fürs Erste. Die reden so komisch, die Leute. Personen in Not. Alter, das sind aber echt viele. Zwei sind weg. Drei sind weg. So, stirb endlich, du Sack. Ich sehe gerade, dass auch noch ein Bogenschütze, der auf mich schießt. So, mal gucken, was der Schutzschild so kann. Und weg, die Mütze.
Und auch du bist weg. So, und zwei sind da noch. Das ist ziemlich geil, dann lässt er nämlich einfach mal, senkt er einfach mal die Waffe. Das ist ja geil. Das ist ja geil, da machen die erstmal nichts mehr. Wie cool ist das denn, bitteschön? Ja, ich sollte vielleicht auch mal die anderen Zauber, die ich da habe, ausprobieren. Das bringt da richtig was. Da hören die erstmal auf zu kämpfen. Ich habe gelesen, dass sie dann halt auch ihre Schilde halt mal senken, deswegen wollte ich das eigentlich ausprobieren. Dann braucht man nicht den schweren Angriff machen und dann hinterher nochmal draufhauen, sondern dann senkt er selbst sein Schild und dann kannst du ihn rumlatzen. So, Personen in Not. Wo sind sie denn? Hier auf dem Schacht oder was? Ist einer stecken geblieben? Kann's ruhig sagen. Ist nicht schlimm. Wahrscheinlich da irgendwie drin, oder? Nehme ich mal an. Ja. Unverschickter Brief. So, bevor ich jetzt irgendwas mache, lese ich mir den mal durch. Sonst ist der wieder weg. Mhm. An den großen und ehrbaren Feldwebel Kavri von Lechin. Du hattest gefragt, mein guter Herr, wie viele Männer ich für den Ruhm des Reiches zusammenrufen könnte. Hier ist nun meine Antwort. Zunächst einmal gilt es zu wissen, dass ich jederzeit ein paar Landeier aus Sandort aufbieten kann, aber damit meine ich eher Kerle zweiter Klasse, hauptsächlich Alte und Taugenichtse. Doch sollte derlei Gesindel für dich von Nutzen sein, lass mir eine Nachricht zukommen und nach nur einer Woche schicke ich dir eine ganze Ladung davon, zusammengefercht wie Vieh. Ich habe auch das ein oder andere Wort mit einigen Soldaten gewechselt, die aus dem Dienst des Barons ausgetreten sind, nachdem der eines Nachts so betrunken war, dass er einen von ihm einen Schürhaken ins Auge gestochen hat. Es gibt zwei Lager, eins direkt neben der Burg und eins an der Südgrenze von Velen. Und wie du sicher bereits erraten hast, wollen sie schnelles Geld machen. Wenn du uns ein paar Kronen als Vorschuss zukommen lassen könntest, werden wir die eiligst, die hübschesten Damen und kräftigsten Kerle in ganz Velen schicken. Vielleicht sogar im ganzen Norden. 100, 200, wie viele der große Feldwebel auch immer braucht. Dein bescheidener Diener, Dalegor. Menschenhändler überall. Wo du hinguckst. Verdammte Säcke. So, jetzt machen wir ihm auf. Z. Da wohnt der Zorro hinter. Thank you, Witcher. You ought to come by Mulberry Dale. See me forge. I'll have something for you. Just ein Waffenschmied aus Maulbeertal. Thank you, Witcher. You ought to come by Mulberry Dale. See me forge. Ja, cool. Das ist doch geil, dann kommen die auch so langsam wieder. Dann werden die langsam auch wieder in Betrieb genommen, die Jungs. Das ist geil. So, Inventar, nein, Weltkarte. Weltkarte, genau. Jetzt wollen wir hier nochmal eben hin. Move it. So, das ist aber in diese Richtung, ne? So, dann jetzt aber Vollgas. Müsste ja eigentlich so relativ flott zu erreichen sein. Verbesserte Rüstung ist auch immer noch aktiv, das ist auch sehr gut. Boah, haut ab, alle, allesamt. Hier los. Alter. Unbind me before the next ones come. When they come, I'll tend to them. Meanwhile,
Let's you and me chat. Like to know who I'm untying. John Verdon. Served in the 10th Maribor Division. Long way from your army. The army don't exist no more. Black One smashed it to bits. I scarpered off into the woods just before that happened. Join a group of refugees. Fucking bursting with patriotism, they were. Soon as they learned I'd abandoned Temeria in her hour of need, they beat me down. Tied me up like a turkey, left me to the drowners. Ja, ich bin ihnen los. Fine, I'll help. Oh, thanks. For a minute there, I was almost sure you'd leave me to die. Na, warum denn? Hab ich da auch nichts von. I'd like to thank you somehow, but I've not a chip crown to my name. Tough. I'll take the loss. Thanks, Witcher. May you prosper on the path. Ja, haben wir auch nichts von, wenn wir den jetzt da einfach liegen lassen oder so. Puh, ist doch Quatsch. So. Besiege den Schmied, besiege Jonas. Wir sind auch gleich drüben. Und da das schneller geht, wenn ich jetzt so rübergehe, dann werde ich das eben so machen. Da, 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 da. Schwupp. Und schon sind wir drüben. So, es geht doch bestimmt hier rein, oder? Oh, oder auch nicht. Na gut, dann eben nicht. Stunde meditieren. Alles gut. Yeah. So, ist hier noch was Schönes, was wir nehmen können? Nein. Können wir. Gibt es hier drin die Schlägerei oder wo ist sie? Ich denke mal, wa? Ja. Wie früher, wie damals. Sehr gut. There's a prize awaiting. Smithy here is village champion. Look to me like a fierce-fisted fighter. Just right for our tournament. It's your chance to slap around some yokels, win some coin for the pleasure. You in? Ja, das wollen wir ja machen, deswegen sind wir eigentlich hier. Ich setz mal großkotzig 70. Ich habe keine Ahnung, ob das klappt, aber versuch's einfach mal. One and all, hear this. Betting on the next brawl will begin in mere moments. The Witcher will face Smithy. He'll pound his gob like he pounds hot iron ingots. Was kommt ja gar nichts von dir? Was ist hier los? Sagen, einmal kurz kontern und dann geht's ab. Da kam ja gar nichts. Not bad. Not the champion yet. You've still Jonah to beat. Best of luck. Okay, das war jetzt sehr unspektakulär, aber okay. Jonas besiegen. Wollen wir die jetzt noch machen? Die Folge ist jetzt schon sehr fortgeschritten, aber wollen wir noch eben machen? Wo ist denn der? Ist ja weit weg. Fliegende Fäuste in Velen. Ja, wo ist er denn, der Gute? Hier ist der. Aha, da. Das heißt, ja, dann komm, das machen wir noch fix. Dann nehmen wir jetzt mal den Schnellreisepunkt. Dann können wir uns noch kurz mit dem kloppen. Dafür sind die Schnellreisen dann doch ganz gut, wenn man da einfach mal schnell rüber muss, um noch eine Quest zu beenden. Ich hoffe, das schaffen wir jetzt. Ich schmeiß hier so großkotzig irgendwelchen Gelaber um mich. Wahrscheinlich kriegen wir gleich voll auf die Oma oder so von ihm. Aber wir werden sehen.
So, Buchmacher, das bist du, ne? Will you join the tournament? Eh? A bit of honest fist fighting to clear the lungs and bowels. Though I warn you, Jordan can be fierce. Likes to bite. Get me? So, well, ja, natürlich. What are the rules? We mostly use fists, but no one looks askance at a straight kick to the stones. Defeat Jonah, then Smithy, and Stan Fishgulper, and you learn the right to face the sergeants. Velen's champion. Ja, natürlich. Komm, Vollgas. All right. Let's see just how fierce Jonah is. Ja, schauen wir mal. Feast your eyes on an epic clash between Jonah and the Drifter. Now it's acorn flour and tufts of burdock, and all you can trade is what little hope's left. Okay, der kann schon ein bisschen mehr. Immer rauf auf die Omme hier. So, da kommt doch nichts mehr. Er ist doch schon hin. Drifters defeated Jonah. Could this be a new champion of Velen in the making? Who can tell? If you want to be champion, go to Crow's Perch and ask for the... Nach Krenfels den Feldwebel. Try your strength in Novigrad. The fight there too. Same in Skelliger. Oh, jetzt sollen wir den Feldwebel auch noch rumkloppen. Oh, Leute. Ich dachte, jetzt hätten wir es hinter uns hier. Where did you get the silver? Merch. Yeah? Craft special order weapons too? Do politicians murder high class prostitutes? Of course. So, genau. Zeig erstmal her, was du da hast. I'll take a look. Maybe pick something. Vielleicht hat er eine schicke Rune für uns. Aber irgendwie nicht, aber er hat auf jeden Fall noch eine Karte. Die nehmen wir natürlich erstmal an uns. Alles reparieren. 232 kostet das, ne? Ich mach das jetzt mal und dann will ich ihm mal den Kram verkaufen. Ich glaube, das bringt nichts, wenn wir das vorher reparieren, die Sachen. Ich glaube, das ist rausgeschmissenes Geld, aber... Ja, ich denke, das ist rausgeschmissenes Geld gewesen. Nun gut, egal. So, wir haben hier noch den Friedensstifter. Der aber eigentlich weg kann. Ja, der kommt weg. Das beheben wir nochmal auf, damit wir noch ein zweites Hexer-Silberschwert haben. Das andere hätten wir auch aufheben können, aber ist jetzt erstmal nicht so tragisch, finde ich. So, so, an dieser Stelle soll es das dann für heute auch wieder gewesen sein. So, zack, hier nochmal die Sachen benutzen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen und dann mach's gut. Bis dahin. Tschüss.